Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit Trackmania Canyon. Wir schauen uns heute die Strecken für die zweite Runde der Trackmania World League an. Ich bin wieder hier auf dem XR-Server und ja, ich kann sagen, es sind schöne Strecken für diese Liga bis jetzt ausgewählt worden. Wir haben ja schon in der ersten Runde einiges gesehen und hier schauen wir uns jetzt mal diese Strecke an. Tibetal, wie auch immer, nennt sie sich. Ich habe mich schon ein bisschen warm gefahren auf diesen Strecken und hier eine schöne Spitzkehre. Da wird sich einiges entscheiden, die muss man richtig sauber kriegen. Dann hier wieder eine Straßenpassage. Sehr giftig hier durch den Drift mit durch diese Kurve mit hohem Speed durchzukommen. Hier genauso, weil es einfach sehr eng ist. Dann geht es in einen Linksdrift. Und hier, diese Kurve muss man auch sauber kriegen, nicht den Bodenkontakt verlieren. Man hat hier den Platz. Dann geht es hier in die Steigung, nochmal in eine Rechtskurve. Dann kommt eine besonders schöne Schikane. Hier dieser Sprung, für den man schon rumgekommen sein muss um die Kurve. Dann hier ein erneuter Drift, links, rechts und wieder ein Übergang auf die Straßenteile. Schmale Kurve, diese geht noch, aber hier diese Gefällkurve, die ist schwierig. Dann geht es nochmal rechts rum, eng. Wahrscheinlich wird man das mit einem Wallbang nehmen und dann geht es schließlich ins Ziel. Ja, ihr seht die Zeiten hier bei Dedimania liegen 57, 58 Sekunden vor. Hier auf dem XR-Server wahrscheinlich so wie die meisten Online-Zeiten zwischen 58 Sekunden und einer Minute. Ich habe hier, glaube ich, mal eine 1.05 hingelegt oder sowas. Schauen wir mal, was ich hier reißen kann. Es ist eine schöne Strecke. Fährt sich gut, ist klar an manchen Stellen giftig, aber nirgends irgendwo ja böswillig. Hier zum Beispiel diese Kurve lässt sich relativ leicht entschärfen, indem man ein bisschen vom Gas geht. Dann natürlich hier diese Spitzkehre, die ist haarig. Die muss sauber und richtig gefahren werden, damit man da schnell durchkommt. Aber ansonsten, ja, dann natürlich hier wieder dieser Straßenpart, runter vom Gas, Bremse reinhauen und beten, dass man heile durchkommt. No. Jedenfalls für Fahrer auf meinem Niveau. No, sagen wir es mal so rum. Und ja, ansonsten schön harmonisch eigentlich alles. Auch und ich habe mir extra die letzte Strecke des Trios. Die habe ich mir extra aufgehoben für euch. Das ist nämlich eine richtige Perle. Hier geht es nochmal in diese Speedkurve rein. Das geht mit der Geschwindigkeit, aber hier muss man ein bisschen runter aufpassen, dass man nicht gegen die Bande knallt. Und ins Ziel rein werden die Fahrer wahrscheinlich mit diesem Wallbang reingehen. Und ihr seht, mein Clan-Kollege XR Menu, der letztes Mal auch schon im Match stand gegen Imagine, wie ich inzwischen ermittelt habe. So hieß der französische Clan. Ja, ist heute wieder dabei, wird hier auch einfach mal ein bisschen trainieren. Wir werden ihn aber hier einfach in Ruhe lassen und für uns einfach diese Strecke erfahren, die Spitzkehre hier. Das ist wirklich runter vom Gas, Bremse reinhauen, einlenken. Das muss alles sehr genau getimt werden. Ah, dann hier wieder die nächste Stelle, diese Schikane. Da habe ich schon so schöne Abflüge hier auch erlebt. Da sind für meine Stuntsammlung gleich mal zwei Replays rausgekommen. Hier bei diesem Drift muss man natürlich aufpassen, dass man ihn möglichst eng nimmt, dass man nicht rausgetragen wird aus dieser Kurve. Und ja, hier schön sauber fahren, damit man es nicht natürlich driften, damit man hier eng rumkommt. Mal sehen, wie die Profis später diese Stelle fahren. Nachher im Turnier, im Match. Wird wahrscheinlich wieder am Dienstag stattfinden. Und ich sehe dann natürlich zu, dass ich am Mittwoch, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das Video hochlade. Vielleicht schaffe ich es sogar schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mal sehen. So, wir versuchen hier nochmal Zeit hinzulegen, diesen ersten nicht zu driften. Hier kann man ruhig über die Kante springen. Das geht, da kommt man trotzdem sauber durch. Kommt dann auch mit, ja, wenn man es richtig macht, ein bisschen mehr als Maximalgeschwindigkeit in diese Strecke rein. Die Schikane ist hier auch schön. Einfach ein bisschen Gas rausnehmen, dann kommt man durch. Man kommt aber auch hier, fährt hier eigentlich schon, wenn man richtig Gas gibt,
ein bisschen jenseits der Maximalgeschwindigkeit. Entschuldigung, so soll es sein. Ja. Das ist ja die Kunst beim Fahren. Und aufpasst man, dass man also nirgendwo unnötig Zeit liegen lässt. So wie ich hier, indem ich mal hier die Spitzkehre knutsche. Die hat es auch mal verdient. Ist halt eine schöne. Ja. Und da macht man das doch mal gerne. Ja, diese Linkskurve hier, kein Problem. Aber wie gesagt, diese Stelle wird nachher im Match sehr interessant werden. Da, ja, da werden wir einfach sehen, wie viele Leute es können. Wie die da rumpfeifen. Jawohl, ich habe jetzt hier diesen Drift mal richtig schön eng gekriegt. Kann hier einfach schön Speed mitnehmen durch diese weite Kurve. Hier in die Steigung rein. Und dann auch hier. Zack, hier muss man schon zusehen, dass man ja, fast diagonal eigentlich durch diese Schikane durchfährt. Natürlich eng in den Drift rein, damit man also hier sauber dann auch in die Rechtskurve reinkommt. Dann in diese Highspeed-Kurve. Okay, hier ein bisschen vom Gas und innen rein, Wallbang, ab durchs Ziel. Aha, was lege ich hier hin? 1,07? Naja, es sind ja 10 Sekunden auf die Bestzeiten. Das ist so mein Standard. Das passt ganz gut. Vor allen Dingen, wenn ich hier beim Fahren noch palabern muss. Aber ihr seht, man kann hier ohne Probleme auch über die Kante gehen. Da hat man also die freie Auswahl und jawohl, jetzt passt das hier auch ein bisschen zickezack mit der Schikane. Zack. Und ja, diese Spitzkehre ist einfach zu schön. Die muss nochmal geknutscht werden. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass im Vergleich zu den Trackmania United League, wo die Strecken wirklich heftig und teilweise sehr giftig waren, auch ja, schlecht zu fahren teilweise, gerade für, ich sag mal, Normalfahrer, die hätten sowas wirklich angeekelt in die Ecke geschmissen, haben wir in dieser Trackmania World League wirklich Strecken, die durchaus auch auf Online-Servern bestehen könnten, zwar anspruchsvoll sind und eben keine Fehler verzeihen, aber eigentlich durchweg alle gut fahrbar, selbst für normale Fahrer, so wie mich, oder halt Alltags- oder Gelegenheitsfahrer. Man hat kaum Probleme mit der Wegfindung, das ist ja halt auch immer noch so ein Thema, allerdings eher auf Serverstrecken. Aber wir werden da, glaube ich, jetzt unter den Strecken, die in dieser Session dabei sind, auch mal ein Beispiel dafür haben, wo die Wegfindung ein bisschen schwierig ist, wo man sich erstmal reingucken muss. Aber diese Ligastrecken, die trainiert man natürlich. Ja, prägt sich den Streckenverlauf ein und versucht einfach auch, sich die optimale Linie hier anzutrainieren. So ein hüpfendes Wagen sollte man natürlich vermeiden, also eigentlich nicht über die Kante gehen. Aber ihr seht, es geht. Man kommt trotzdem flüssig durch. Das ist... Ja, und jetzt bin ich ja auch mal recht gut eigentlich durch die Spitzkehre gekommen. Mir fehlt jetzt natürlich ein bisschen Vergleich, wie viel Speed ich da wirklich jetzt rausgenommen habe. Das wird sich hier zeigen. Ja, hier kann ich mich recht gut durchschummeln, wollte ich gerade sagen. Also habe ich wohl ein bisschen wenig Speed mitgenommen aus der Spitzkehre. Gehen wir da nochmal rein. Hier diesen ersten Bogen weit fahren, nicht driften. Dann kommt man hier auch sauber in die Steigung rein. Ihr seht, es nimmt Schwung aus dem Gefälle mit. Kommt dann wirklich mit mehr als Maximalgeschwindigkeit hier in diese Kurve rein. Das ist wunderbar, genau ausbalanciert. Gut, Fahrfehler von mir. Aber wieder zack durch die Spitzkehre durch. Ja, flüssig durchgekommen. Ich kann immerhin sagen, ich bin nicht stehen geblieben. Aber habe trotzdem natürlich eine Menge Geschwindigkeit verloren. Und, ja, diesen, ach ja, sauber gefahren ist was anderes. Ich bin da jetzt mit Hängen und Würgen durch. Hier, naja, gut. Also, TTB Tal, was auch immer dieses Kürzel heißen mag. Schöne Strecke. Und ihr seht hier die Zeiten, die Leute hinlegen. Tupepa ist mir ein unbekannter Fahrer, aber Top Ranking, wenn ich mir das angucke, 111. Hat hier, während ich mich warm gefahren habe, auch ein paar richtig gute Zeiten hingelegt. Das muss man sagen. Und fährt auch sehr scharf. Also in den 9 Minuten, die wir hier Zeit haben für eine Strecke, legt er vielleicht ein oder zwei Zeiten hin. Aber die haben es wirklich in sich.
Ihr seht hier, Man U geht diese Kurve weiter außen an als ich, kann dadurch aber eben mehr Schwimmen geben. Ich mache hier einen Wallbang. Und ja, Change-Up, auch eine schöne Strecke. Bisschen ja, unübersichtlich, obwohl sie gut ausgeschildert ist, muss ich sagen. Oh, hier ein schöner Stunt von mir, entschuldigt. Den speichere ich gleich mal ab in meine Stunt-Sammlung. Ihr seht, da ist schon so einiges zusammengekommen. Was ich dann damit mache, erzähle ich euch mal in einem späteren Video. Wir starten hier einfach nochmal. Ah, Topega auch wieder dabei. Mal sehen, ob wie lange wir an ihm dranbleiben können. Nicht ob, sondern wie lange wir an ihm dranbleiben können. So, er fährt ja natürlich eine andere Linie als ich. Das ist ganz klar. Und ihr seht, er macht es richtig. Fährt mir also hier so langsam aber sicher natürlich davon. Hier Drift, eng um die Kurve rum. Muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht zu lange driftet. Hier eine schöne Links-Rechts-Schikane wieder. Und hier muss man auch in den Drift rein. Und den möglichst lange eigentlich auch ziehen, weil es hier eben nochmal rumgeht. Dann hier eine enge U-Kurve auf Dirt. Und hier haben wir Streckenteile, die sind ganz besonders. Diese Dirt-Ecken hier, ihr seht es, wie Manu hier gerade durchdonnert, die man also wirklich zusehen muss, dass man die diagonal erwischt und sich nicht hier von den Dreckteilen irreführen lässt und da unter Umständen in eine andere Richtung fährt. Dann hier noch ein scharfer U-Drift ins Ziel hinein. Also hier haben wir eine Strecke, wo die Wegfindung auf Anhieb erstmal ein bisschen schwierig ist. Aber wenn man das erstmal gesehen hat, dass man diese Dirt-Ecken wirklich diagonal fahren muss, dann ist das sehr schön. Hat die Strecke also auch, upsala, ihren Fluss, wollte ich gerade sagen. Will mal sehen, dass ich sie hier noch ein bisschen anständig durchfahre. Ich werde hier also die Spitzkehre mal driften, dann komme ich schön sauber durch. Hab hier halt auch den Platz für die Schikane. Hier geht es nochmal in den Drift, jedenfalls für mich. Hier muss man zusehen, dass man die gegenüberliegende Ecke sauber erwischt, diese Kurve hier, möglichst ohne die Ecke anzuditschen. Hier eng rum, dann kommt man sauber durch den Checkpoint durch, erwischt hier sauber den Absprung und, Momentchen mal, die fahren hier alle anders rum als ich. Habe ich hier was nicht kapiert? Ach nee, das ist der Start, deswegen kommen die mir hier entgegen. Gottes Willen, jetzt... Stimmt, da von da oben, da sieht man ja den Checkpoint jetzt von hinten. Und Man U kommt hier gerade runter. Zack, und da sieht man's. Ah, da wird also dieser Teil der Strecke doppelt benutzt. Und ich war hier schon verwirrt und dachte, ich fahre falsch. So, okay, also hier rum, dann. Zack, zack, die Schikane. Zack, hier nochmal in den Drift, damit man hier unten... Wow. Sauber rumkommt. Wichtig ist, dass man diese Kurve hier mit möglichst viel Schwung nimmt, den in die Steigung reinnimmt, diese Ecke hier auch möglichst eng nehmen. Durch den Sprung kommt man automatisch in den Drift rein, das ist schön. Dann hier rechts rum, hier durch den Absatz kommt man auch automatisch nochmal ins Driften, das kann man mitnehmen und kann eben diesen Drift hier schön sauber hochziehen. Zack, durch die Schikane durch, aufpassen. Hier auch, wenn man es so macht wie ich, ist das ein langer Drift, den man ohne Handbremse da durchgehen muss. Oder kann hier diagonal über die Dirt-Ecke und zack, hier auch wieder diagonal über die Dirt-Ecke. Dann zum Schluss nochmal Dirt, damit man hier den Arsch schön rausnehmen kann für diese Kurve. Und zack, rein ins Ziel gedriftet. Enger U-Drift, da wird es also am Ende richtig nochmal kritisch für die Fahrer. Ja, und ihr seht hier den Unterschied. Topepa vorne mit 54 Sekunden, die er hier hinlegt. Man U unterwegs mit einer Minute. Und ich, 1:02. Also gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich hat Man U einfach hier eine schlechte Zeit hingelegt. Ja, ich werde mich hier einfach nochmal weiter dran versuchen. Also Change-Up, auch eine schöne Strecke. Oh, vielleicht kann man hier sogar mit Wallback fahren. Das wäre was wieder für die Leute, die von Nations kommen. Da ist der Wallbang ja durchaus ein probates Mittel, um schnell um Kurven herumzukommen. Und man kann sicherlich auch in
Canyon hier die Strecken entsprechend bauen, dass so ein Wallbang sich auszahlt. Komm rum, die Kiste, komm rum hier. Und weiter rum und weiter rum und driften. Warum ist da aus dem Drift raus? Ach, egal. So, hier, zack, wieder schön eng. Und diagonal nehmen die Dirt-Ecke. Und die nächste hier auch diagonal nehmen. Nicht zu weit das Heck rausnehmen. Ja, aber man muss natürlich um die Ecke rum. Das sind sehr enge Stellen. Hier wird es also für die Fahrer allemal kritisch. Die müssen einfach richtig erwischt werden. Genauso wie dieser U-Drift hier. Und, Mensch, 101. Ach, siehste, Tunga. Ja, Menu hat ja auch nochmal eine richtige Zeit hingelegt. Das gefällt mir. Wir wollen mal sehen. Einem das hier sehr weit außen. Dadurch kommt er natürlich ohne Driften hier rum. Ich muss hier allerdings driften, sonst kriege ich hier nichts gebacken. Die Profis fahren diese Kurve, glaube ich, sehr weit außen. Und kommen dann eben ohne Driften herum. Weil das natürlich Geschwindigkeit kostet. Ja. Aber das ist so der, ja, ich sag mal, der Vorteil für Leute mit, wie mich. Mit Driften kann man halt eine Kurve doch noch retten oder kriegen, die man halt sonst nicht so gut gepackt hätte. Und ja, man verliert zwar Geschwindigkeit, so ich hier, aber man kann eben trotzdem doch relativ flott weiterfahren. Das ist schön gelöst. Hier in Trackmania Canyon. Das war in Nations und United anders. Ja, da, upsala, und rum hier. So. Ach, 1.02. Ja, okay. 1.1. Achso, das ist 1.1 ist meine Bestzeit. Bisher, denke ich mal. Und die ich also jetzt in dieser Runde auf der Strecke gemacht habe. Ich werde das auch mal versuchen, so weit außen anzufahren. Ja, man kommt tatsächlich rum, wenn man es richtig macht. Zack, hier, Gas weg. Und da muss ich driften. Und dann geht es hier wieder hoch. Ja, wenn ich natürlich jetzt recht langsam. Aber dieser Sprung ist schön. Die Markierung sitzt also auch genau richtig. Das Schild. So, und jetzt bitte hier im Drift bleiben. Ach, schade. So, ich drifte hier sicherheitshalber, damit ich schön rumkomme. Auch hier. Okay. So schön war das nicht. Zack. Hier nicht darauf. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man mal bauen könnte. No. So, ach. Schade, einen Durchlauf werden wir jetzt nicht nochmal hinkriegen. Aber die nächste Strecke, Up the Wall heißt sie, glaube ich, die ist richtig schön. Das ist eine richtige Perle. Ist eine Rundenstrecke. Was das bedeutet, werde ich euch gleich zeigen. In ein paar Sekunden ist es ja soweit. Ich drehe mich hier nochmal, kratze mir den Dreck vom Dach und versuche, ob ich jetzt mal hier diesen Drift schön kriege. Ja, okay, das sieht doch mal ganz gut aus. Ja, alles in allem, Change-Up auch eine schöne, sehr anspruchsvolle Strecke, aber eben auch schön. Das ist, glaube ich, das, was die Strecken dieser Trackmania World League von den Strecken zum Beispiel der United League unterscheidet. Und was jetzt kommt, ist eine echte Perle. Das, ja, also da scheue ich mich wirklich nicht, das Wort wundervoll zu gebrauchen für die Strecke, die jetzt als nächstes kommt. Die ist einfach mal richtig geil. So, da wird sie geladen und The Wall heißt sie, ist eine Rundenstrecke. Ich habe hier einen Multilap-Start, zu dem ich also immer wieder zurückkomme, und die erste Runde fährt man eigentlich, um Speed draufzukriegen für die zweite Runde, denn im zweiten Anlauf erwischt man einfach einen fliegenden Start. Man kann diesen Track einfach richtig durchgehend fahren. Und ich muss nicht jedes Mal am Start neu starten, wenn man das Ziel erreicht hat. Das ist das Besondere an diesen Runden-Tracks, also Rounds, einfach.
dass man da einfach in der zweiten Runde einen fliegenden Start erwischt, auch auf dem Server. Und da natürlich dann die bessere Zeit einfährt, ganz klar. Weil man schon vom Start weg her Tempo hat. Der Reiz beim Bau dieser Strecken ist es eben, sowohl die erste Runde als auch die Folgerunden, die ja dann mit höherer Geschwindigkeit gefahren werden, gleichermaßen spannend und anspruchsvoll zu gestalten. Und diese Strecke hier hat einfach einen wundervollen Rhythmus auch. Es ist alles sehr harmonisch, die Steuermanöver, das Fahren, das ist einfach wundervoll flüssig. Und ihr seht, ich kann relativ flüssig auch während des Fahrens hier reden und komme also auch ganz gut zurecht auf der Strecke, ohne groß anzuecken, flüssig hier durch die Schikanen durch. Die sind einfach wundervoll gebaut, muss ich ehrlich sagen. Es ist, also sowas habe ich lange nicht mehr erlebt, so eine gute Strecke. Dann hier nochmal kurz hinterm Start halt dieser Bremshaken, den man da schlagen muss. Also sie ist anspruchsvoll. Ja, man kann hier leicht Fehler machen, aber wenn man die richtige Linie erwischt und diesen Rhythmus der Strecke erwischt, dann ist es wirklich wundervoll, hier zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ja, hier habe ich jetzt den Drift zu weit außen genommen zum Beispiel, aber die Strecke verzeiht das eben. Ich komme da trotzdem durch, verliere halt einfach nur Zeit. Auch hier, das ist eine natürlich haarige, sehr anspruchsvolle Stelle. Hier oben den Bogen richtig zu erwischen. Okay, der Offroad-Part hier, dass man sauber in diesen U-Turn reingeht. Und ihr seht, Man U ist hier unterwegs. Überholt mich gerade. Wollen wir mal sehen, ob wir feststellen, dass er eine andere Linie fährt als ich. Groß unterscheidet sich das nicht. Er ist hier natürlich einen Zacken flotter unterwegs als ich, ganz klar. Ja, macht halt auch nicht so eine Fehler wie diesen Crash hier gerade. Ja, natürlich. Aber The Wall, muss ich sagen, wundervolle Strecke. eigentlich für Fahrer aller Schwierigkeitsgrade geeignet. Und ist einfach eine sehr schöne Erfahrung, sich diese Strecke, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, zu erfahren. Hier in den in den Rhythmus hineinzukommen, den Flow, den Fluss dieser Strecke zu spüren. Und ich bin wirklich von dieser Strecke sehr angetan. Für die Fahrer ist es natürlich in der Liga, die werden hier ja kaum Fehler machen, aber es sind halt die Kleinigkeiten, die hier die Zeiten bringen. Da muss man also sehr genau hinschauen. Ich denke mal, wir werden auf dieser Strecke im Turnier, im Match später relativ wenig Crashes erleben. Aber die kleinen Unterschiede, die kleinen Fehler, eine Kurve ein Stück zu weit oder nicht optimal genommen, das wird hier die Unterschiede machen. Weniger die Crashes, das Vermeiden der Schikanen wie bei den anderen Strecken, wo wir es da gesehen haben, als vielmehr hier durchgehend sauber, konzentriert, gleichmäßig und eben stets möglichst optimal zu fahren. Das ist die besondere Herausforderung, die diese Strecke den Ligafahrern stellt. Also einfach mal ganz andere Anforderungen als sonst. Und ich muss sagen, ich kann mich an dieser Strecke ehrlich gesagt kaum satt fahren. So schön finde ich die. Ich finde die einfach schön. Die ist... Ach ja. Also, das sollte man sich mal angetan haben. So eine schöne Strecke. Das ist natürlich im Vergleich zu den normalen Online-Strecken schon eine Ausnahme, weil es eine Rundenstrecke ist. Es gibt Fahrer, die mögen das nicht so gerne. Aber das fährt sich einfach schön. Zack, hier in den Drift rein, eng die Kurve genommen. Die Schikane, zack, hier durch, drauf. Hier kann man schön eng schon reindriften. Das wird einem quasi hingelegt. Dieser Drift. Hier, zack, einfach mal zwei Reifen hochgenommen. Und der Bremshaken. Und wieder mit Gas den Berg hoch.
berghoch. Das ist einfach schön. Einfach schön, muss ich sagen. Also ich bin, wie gesagt, ja, ich, ja, red mich hier einfach dusselig, aber diese Strecke, die gefällt mir einfach wirklich. Man fährt hier auch einfach hintereinander weg und ja, es fließt, es läuft, es ist keine Unterbrechung drin. Selbst diesen eigentlich übelsten Starthaken, den man da bremsen muss, der passt hier so wunderbar rein. Diese erste Kurve durch den Dirt Part vorher, braucht man gar nicht die Handbremse teilweise anzutippen, um da sauber zu driften. Und ach, das ist einfach, ja, die Strecke ist übersichtlich. No, es gibt keine Probleme mit der Routenfindung, man weiß immer, wo man hin muss. Abgesehen vielleicht vom Start, aber da sieht man recht schnell, dass man da rechts abbiegen muss. Die Strecke gefällt mir richtig schön. Ich bin mal gespannt. Hier werden die Fahrer richtig Ballett machen, denn man tanzt hier fast diese Strecke entlang, möchte ich sagen. Also, na gut, darüber treibe ich jetzt mal, aber es ist wirklich wundervoll, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Und ich werde das jetzt hier die letzten Minuten einfach noch genießen. Ihr seht ja, ich fahre hier diese Strecke einfach hintereinander weg. Zack, mal ein kleiner. Ja, okay. Zack, und hier rum. Ohne Handbremse in den Drift rein durch den Dirt. Zack, hier und rum. Schön innen eng die Ecke genommen. Das ist bei Drifts sonst nicht so einfach. Genauso hier, okay, Ditch. Aber man ist eigentlich sofort wieder im Fluss. Das ist schön. Einfach schön. Diesen Haken mit ein bisschen Training, seht ihr ja, kriegt man den auch immer relativ sauber. Ob man jetzt wirklich immer die optimale Geschwindigkeit hat, klar. No. Das ist. Aber das ist auch der Punkt, so schön einfach zu finden für diesen Drift. Zack, für diesen Drift. Oh, der ist mir jetzt schön gelungen. Hier komme ich sauber durch. Zack. Oh Mann, da habe ich jetzt mal viel Geschwindigkeit mitgenommen. Ja, Leute. Das sind soweit die Strecken, die in der nächsten Runde der Trackmania World League gefahren werden. Schaut sie euch an. Es laufen genug Server, auf denen diese Strecken trainiert werden können. Zum Beispiel eben der XR-Server hier in Bayern Regensburg. Schaut mal vorbei. Ansonsten, wir sehen uns dann wieder bei der, ja, beim Match, das ich dann für euch kommentieren werde. Bis dahin, gute Fahrt und für alle Minecrafter, gut Hack, oder wie man auch sagt, good mining, wie auch immer, von mir ein Adieu mit Ö.